Ich bin Steffen Geier und der Versammlungsleiter der Handparade. Steffen, wo geht's hin? Was haben wir zu erwarten? Wir machen jetzt eine Tour durch die Zentrale der Macht. Wir gehen an dem Bundeskanzleramt vorbei und versuchen, Merkel aufzuwecken. Wir gehen am Reichstag vorbei, unsere Parlamentarier ansprechen. Dann geht es zum Bundesgesundheitsministerium, damit die Patientinnen und die Ärzte dort sprechen können, wo die Entscheidungen über sie getroffen werden. Und im Anschluss geht es zum Roten Rathaus. Wir sind ja kurz vor der Berlin-Wahl und wir wollen da die Berliner Politik nochmal wachrütteln, dass hier in der Stadt 300.000 Kiffer leben, die Rechte haben und sie einfordern. Meinst du, das hat Sinn oder schlafen die schon alle hier in Deutschland, was das Thema angeht? Sich für seine politischen Rechte zu engagieren, ist immer sinnvoll. Ich weiß nicht, ob morgen legalisiert wird, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich bin mir sicher, dass jede Demonstration, jede Stimme, die gehört wird, eine Veränderung in den Köpfen macht. Denn ich kenne niemanden, der ergebnisoffen über Legalisierung nachdenkt und hinterher Prohibitionsbefürworter ist.